Alter! Wie hier die Dinger langfliegen, ja. Oh mein Gott. So, den Rest lassen wir mal kurz vergehen. Das klingt schmerzhaft da drüben. Ja! Oh, Sack. Oh, da haben sie überlebt. Zum Labor. Tschüssi! Lol. Oh, ja. Ihr habt's auch alle geschafft. Alle überlebt. Bis jetzt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Gepflichtenrunde Let's Play GTA 5 Online. Mit dabei Fabness, die Antonia, Viking, Volker Racho und Mella. Hallo! 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 Jo, wir machen da nahtlos weiter, wo wir letzte Runde aufgehört haben. T20, Stunt City. Oh yeah, Antonia freut sich schon like a Schnitzel, habe ich gehört. Richtig. Ja. Komm, wollen wir mal. Diese Schilder da vorne am Startziel, habt ihr die gesehen? Nee. Nicht drauf geachtet. Die haben nach rechts gezeigt. Ist das wohl ein Trollelement seitens des Map-Erbauers? Kannst du mal nachfragen. Ja. Jo. Lol, wie wir hier alle am Flattern sind. Und drehen. Nice. Wann macht's Bumm? Das ist die Frage. Liebe Grüße an Agi sind übrigens raus. Falls du das Video sehen solltest, Agi, jo. Ich vermisse dein Bumm. Niemand macht so schlimm Bumm wie Agi. Ciao. Na, Kackert. Wir sehen. Jetzt stecke ich auch noch fest. LOL! Okay, ich hab auch verkackt. Scheiße. Schon besser. Ja, es war gut, dass ich gerespawnt habe. Ich wäre sonst nie im Leben in diese Röhre gekommen. Ich bin da irgendwie ganz komisch abgesprungen. Drehen! Ihr seid heute alle so voll leise, so richtig top motiviert. Was ist hier heute los? Hochkonzentriert. Das stimmt. Hunger. Außer Viking, der steht doch jetzt schon wieder vorm Ziel oder so. Ja, der sowieso. Nein! Oh Gott, fast verkackt. 100 RP auf dem Nacken, nice. Ich bin immer ja nötig. So. Wo muss ich denn hin? Oh, 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 oh. Nach unten. Oh ja, ich sehe schon. Respawn. Scheiße. Da ist er weg. Ja, man sollte da wirklich möglichst gerade abspringen, habe ich mir sagen lassen. Das soll helfen, ja. Ja. Sonst fliegt man doch dezent daneben. Toll. Ja. Ich fahre hier aber auch eine Scheiße gerade zusammen. LOL! Ich hab den Punkt nicht gekriegt, was? Please! Oh. Oh, der Flip war irgendwie geil. Da musste ich mich jetzt null ausrichten. Der Kart hat so denselben Charakter wie meine Röhren, wo man halt nicht lenken soll. Darum hat er da auch nur so ein kleines Tor gemacht. Ah. Damit man halt nicht auf die Idee kommt, da irgendwie anders reinzufahren oder so. Man schleudert sich halt automatisch so, dass du in der Röhre landest. Das ist echt geil. Ah. Gefällt mir. Allgemein gute Ideen hier, das gefällt mir.
Dann kann ich auch fast von ausgehen, dass der alle Teile verwendet hat. Alle 150. Plus dynamisch und bla blub. Wieder immer einen Kühl mitten ins Gemüse stellt. Ui! Jetzt hat ihn fast nochmal gekickt. Ja, das war fast ein guter Pass, Nasty. Ja, nur die Landung war scheiße. Ach, hier unten ist der Ball. Der Ball liegt mir nur ein paar Meter weiter vorne. Ich hatte gerade einen krassen Anzeigefehler. Ich dachte, ich guck gerade so. Antonia 2 Sekunden hinter mir nur. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wäre beeindruckend. Du bist heute so schlecht aus. Ja. Jetzt gerade läuft nicht, ne? Keine Ahnung, was da los ist. Also die Rennen gefallen mir echt. Die macht Spaß. Ich glaube, ich habe gerade vergessen, das eine zu markieren. Kannst du noch? Ja. Jetzt überdreht's mich. Was mache ich denn hier für eine Scheiße gerade? Palett? Ja. Also, ganz merkwürdig heute. Mist. Na, flippt er mich gleich richtig? Ne, ich korrigiere mal lieber nach. Na, Karo, hoch, bisschen gekegelt. Ja, hat direkt reingeflogen. Ah, die Stunts für Anfänger sind da schon ein bisschen anspruchsvoller, ja. Das. Gerade wenn es darum geht, sein Auto zu drehen, ne? Ja. Psst, lol. Ich fahre aber auch gerade wie der letzte Mensch. Also. Ganz merkwürdig hier. Ich wollte schon sagen, wäre ich jetzt nicht auf die Plattform gekommen, ne? Alt F4. Ich nehme gerade aber auch wirklich jeden Scheiß mit, der hier auf der Strecke rumliegt, ey. Naja, einer muss hier. Na, immerhin spawnt der Scheiß wieder vernünftig neu. Nicht, dass der Kack dann im Mädel zum Weg liegt. Na, los. Der Scheiße, ja. Blöde Kamera, diese Kurve, sie ist erst übel spät. Ja. Bringt es da irgendwas, einmal auf C zu drücken? Nö, ne? Nein. Nein! Was explodiert. Wie das Spiel rechnet, das explodiert, ist auch irgendwie komisch. Naja. Einmal kannst du aus 3 Kilometern Höhe fallen und einmal fährst einen halben Meter und explodierst. Tja. Okay. Interessanter Dreher gerade. Na los, fahr's der! Das Ding ist geil hier. Ich kann mein Haus von dir sehen. Nice! Rockstar will mich verarschen. Mella liegt 1,37 hinter mir. Antonia laut Rockstar 2,922. So. Nein! LOL! Irgendwie war ich gerade bei der Anröhre zu schnell oder ich habe einen falschen Winkel erwischt.
weil ich bin, wo du dann in die andere Röhre reinschlampen musst, gegen die Kante geknallt, gegen die obere. So, fertig. Tschüssi. Wie der jetzt schon wieder fertig ist, ist es. Ich hab nicht mal eine Röhre geschafft. Alles wird gut. Ich bin seit 9 Minuten an derselben Stelle. Das ist auch so ein... Nein! Oh, Zuckersprung. Wow. Shishi. Und wieder dieser Vikingblatt. Hat so viel Skill wie sonst keiner hat. Weiter hab ich noch nicht gereimt. Aha. Aha. Aha, aha, I like it. Oh Mann, ich bin mal kurz AFK. Okay. Ich guck Antonia noch ein bisschen zu. Oh Mann! Hammer, schade. So. Mella hat Selbstmord begangen. Oh yeah! Coole Map! Was macht Antonia da? Wieder hochfahren! Gerade! Du musst genau mittig und... Ah, okay. Ja, genau mittig und gerade halt. Ach du Scheiße. Ja. Komm schon, schaffst du. Jo, jetzt hättest du es geschafft. Die Auffahrt, das sah gut aus. Gut, liebe Freunde, wir sehen uns nach einem kurzen Cut zur zweiten Map. Bis gleich. Yo, liebe Freunde, da sind wir zurück. Diesmal ein Gegnermodus. Avalanche, Hell to Heaven. Oh yeah. Der Mr. Fab Nasty, der kann ja mal erzählen, worum es hier geht. Die Mädels und ich. Ah, Karacho und Mella. Gut, wir sollen laufen. Wir müssen laufen. Also, wir sind hier oben und haben Snipern in der Hand. Und da oben sind ganz, ganz viele Autos und ich glaube, die seht ihr schon ankommen, oder? Ja. Das ist ja wie bei Takeshis Castle. Ja, wir müssen dem Scheiß ausweichen. Oben haben wir dann Waffen zur Verfügung und dann können wir das Gegnerteam ausschalten. Holy fuck. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Müllaster. Müllaster hat mich. Antonia hat mich platt. Alter. Und noch ein. Nice. Kennt ihr Avalanche? So, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass Karacho getötet wird, das ist immer ein Problem. Komm, Karacho, do it for the kids! Ist das geil. Da oben ist doch noch was. Ja. Die spannen sich für den Schluss auf. Nee. Ich glaube, Karacho hat's, oder? Kleiner Schlitter. Ich würde knapp behaupten, dass Karacho die Runde noch holt für uns. Wir müssen nur den Panzer mit der Sniper töten, das schaffen wir. Viel Glück. Boah, Karacho hat sich nicht ernsthaft ein Auto geschnappt, oder? Hier kommt Johnny! Hi Johnny! Hört ihr den Panzer? Ach schade. Ich kann fliegen! Komm! Zumindest kurz! Mach Selbstmord! Tu es! Keine Chance! Geil! Sauber! Well played! So, jetzt sind wir im anderen Team. Wir dürfen denen jetzt ein paar Sachen um die Ohren werfen. Oh yeah!
Aber GG, Antonia, du hast mich da ziemlich mies weggebrezelt. Nice one. Oh yeah. Antonia, 2 Kills. Okay, wen hast du noch erwischt? Weiß ich Mella. Nicht. Ah ja, Mella, Logo. Okay, dann... Wollen wir mal. Redgi, wir rotzen alles gleich zum Anfang raus, bis auf 4 Karten. Die heben wir uns bis zum Schluss auf. Aha. Bitte laden! Ladevorgang! Hasime! Ja, komm schon. Ah, das sind wir doch. Jawohl. Oh, das wird nice. Angst. Nein, eigentlich nicht. Schade. Warte noch. Ich sehe keine Fässer. Nee, Fässer sehen wir auch nicht. Du musst einfach auf die Karre schießen dann. Wollen wir schon? Na, komm, ja. Komm, scheiß drauf. Ach du Scheiße. Wie das aussieht. Das ist geil. Also die 4 Müllwagen aufbewahren. Zum Schluss. Stopp. Da kommt ein Müllwagen. Stopp. Und Feuerwehrwagen. Wir schießen mehr. Oh. Jetzt zu spät. Alter, die flog so durcheinander, da konnte man nicht ausweichen. Doch, ich hab's eventuell überlebt. Vielleicht hätte ich mal versuchen sollen zu rollen. Ja, kann man auch. So, mal gucken. Roms. Scheiße, wir haben ein Problem. Oh, Kacke. Wer lebt denn da noch? Ja, wer lebt noch? Nein! Verbless die Nein, please. Nein. Hat der Panzer irgendeine Öffnung? Femlesti, warum? Was ein geiles Ding. Das ist nice, ne? Runde Verlierer, Gigi. Habe ich überhaupt irgendwen weggerotzt? Nein! Please, Karacho. Ja, alles, macht Karacho. Alles macht Karacho hier im Alleingang. Gigi! Nice. Das gefällt mir. Avalanche. Wenn ihr das selber auch zocken wollt, kein Ding, unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid. Na komm, lad. Nee, da. Ja. Ja doch, das hat noch darauf gewartet, dass mir einfällt, dass ich es ja markieren wollte. Dann hat sie gedacht, der Viking wird bestimmt noch markieren. Ich warte mal lieber noch. Ja, genau so. So. Jetzt dürfen wir wieder laufen. Oh yeah. Dann lauf mal. Yeah. Diesmal nicht, Alter. Diesmal kriegt ihr mich nicht. Juhu, Auszeichnung. Ein-Mann-Armee. Ja, ja, dann mal los, wa? Das ist Karacho. Lauf, Mella! Lauf! Oh, lol. Oh, jetzt. Ich erzähl lieber niemandem, dass ich gerade hinten runtergefallen bin. Bist du außerhalb der Map, oder? Jawohl! Geilo! Wollt ihr mal mitschießen? Ja, wartet doch einmal! Also, Viking ist runtergesprungen, da war was. Ja, tötet euch halt, wie habt ihr das geschafft? Lol! Herr Rafo, bitte Erklärung! Antonio, Sniper! Nicht, Nein, die Röhre! Nein, bitte! Bitte! Oh! Oh! Wow, war das close! Lauf, Schlappe! Oh Gott! Oh nein, ich ahne Böses. Der haut, glaub ich, schon wieder, oder? Ich bin runtergelaufen! Sehr gut! Oh! Nein! Positiv, Fabi. Das zeigt nur, dass wir dir alle vertrauen. Ja. Warte, ich töte den Panzer. Ich schaff das.
Geilo! Was ist das hier? Hier geht's doch auch irgendwo lang, oder? Ja, ich sehe gerade Panzerfäuste auf der Karte. Ja. Hüpf da mal rein. Nicht sterben. Nein, da stirbt man. Lol. Shishi! Das ist wohl der Troll an der Map. Ja. Oder man schafft es tatsächlich zu überleben durch irgendeinen Zufall. Na gut, vielleicht wenn man sich reinrollen lässt mit dem Molotow in der Hand. Wirklich? Du hast eingestellt mit 3 Runden gewinnen, ne? Ja. Alles da. Also wenn es weiter so läuft, dann gewinnt das Team Karacho hier. Dann gewinnt Team Ente! Warum steht eigentlich bei euch Team 2? Ihr seid doch auch alle in der Entencrew, oder nicht? Antonia nicht. Achso. Und Viking auch nicht. Ach ja. Oder zumindest nicht aktiv. Ach ja, da war ja was. Lauft! Na komm, schneller los! Da fallen schon die ersten Sachen. Wie so ein einzelnes Auto als Vorhut voranfährt. So, stopp jetzt. Wow. Also ich wurde gerade von einem LKW rasiert. Ich frag mich, was schlimmer ist, die ganzen herumfliegenden Türen und Stoßstangen oder oder die LKWs? Oh, boah. Volles Rohr. Guck mal, das ist ein Polizei, ein Feuerwehrauto, wollen wir damit hochfahren? Karacho? Ja? Los. Worauf? Nicht zu lang warten. Ja. Ah, auf den richtigen Moment. Ach, wirklich. Und jetzt? Ja, macht mal. Macht ihr mal. Lol. Eigentlich wäre es gerade sehr interessant, was Viking sagt. Jetzt hast du ein Problem, glaube ich. Ich laufe einfach nochmal hoch. Lol. Wo genau sind hier die Panzerfäuste? Die sind auf der anderen Seite bei uns. Ja, wir haben hier aber auch direkt welche. Ja, die sind aber glaube ich da unten, wo wir nicht mehr runterkommen. Ich probiere es. So, ich laufe jetzt wieder hoch. Ich habe mich einfach in ein Feuerwehrauto reingesetzt. Leute. Nee, das wird nix. Nee. Voll die Klospülung hier. Ich glaube, wenn der Typ nicht checkt, dass man einen Panzer benutzen soll. Mella regelt das jetzt für uns. Ja, Mella schießt den Panzer kaputt. Das Duell der Geschwister! Oh yeah! Ich, da oben steht so ein, ich weiß gar nicht, so ein Coupé irgendwas. Vielleicht schaffe ich es ja zu Mella rüber zu jumpen und einen Faustkampf mit ihm zu machen. Darfst du nicht, das ist zu weit. Ey, ich bin der Stuntman, okay? Na, wo ist denn das? Aber dann zu stoppen? Nee. Nein, Mella. Nein. Mella, spring! Nein, Mella! Spring! Nein, Mella! Spring! Nein! Karacho, sie sieht nicht, was du schreibst. Ich? Nein, sonst könntest du ja ghosten. Ja. Und jetzt ganz traurig, kabumm. Oh Mann. Daneben. Und tschüss. Ja, okay. Ui! Na, das habe ich jetzt aber auch gesehen. Sie ist weggeschossen und dann war sie wieder auf dem Boden und hat nochmal auf dich geschossen. Mella Cheater Report. Ja. Eindeutig. Ist eiskalt in der Aufnahme drin. Oh yeah! Das war lustig. Das war mega. Job auch erstmal markiert. Antonia levelt hier erstmal eiskalt.
Eben stand da stand doch eben noch eine 6, oder nicht? Ja. Ja. Nice. Ich kenne sie noch als süßen Level 2er. Oh. Ist ja schon so lange her. So noch als so ein frisch geschlüpftes Küken, wo noch ein bisschen Eidotter in den Federn klebt. So. Okay. Die Entstehung von Ente Entertainment. So in etwa sah das dann aus, ja. Ja. Warte, ja. Diesmal bitte nicht runterspringen, okay? Doch. Mal gucken. Springen Sie runter, Monsieur. Iron Man Command. Wir lassen auch mal ein bisschen was übrig, wenn die uns immer was übrig lassen. Anlegen. Feuern. 3, 2, 1. Los. Alter! Wie hier die Dinger langfliegen, oh mein Gott. So, den Rest lassen wir mal kurz vergehen. Das klingt schmerzhaft da drüben. Ja! Oh, Sack. Oh, da haben sie überlebt. Zum Labor. Tschüssi! Lol. Oh, ja. Ihr habt es auch alle geschafft. Alle überlebt. Bis jetzt. Hast du das gesehen? Geil. So. Mit 66 Tonnen, da hört das Leben auf. Mit 66 Tonnen, da gibt man lieber auf. Hey. Ich probiere jetzt nochmal da runter zu kommen. Irgendwie müsste es ja gar nicht gehen. Ich bring dich doch einfach nicht um! Ich bin schlauerweise hinterm Panzer lang gelaufen. Ich befehle euch, euch selbst umzubringen. Hier spricht Captain Carajo. Nein, wird nicht, Leute. Aber habt euch alle beide umgebracht? Ja. Aber ist das scheiße! Du machst es schon. Nein! Wenn du es schaffst, ihn durch das Rohr einen Headshot zu geben, dann kriegst du ganz viel Geld. Geiles Ding, ey. Das hat richtig gebockt, liebe Freunde. Wir sind durch, ne? Also, das haben wir. Jo! Alles klar. Schichi! Das haben wir jetzt Black and Yellow. Noch nicht bewertet. Ihr seht jetzt hier mal alles Mögliche, was so sehenswert ist. Und los. Jo. Kann losgehen, ich brauche nicht anziehen, weil ich keinen Kack gesetzt habe. Best Lap, 4 Minuten. Aha. Viking! Autoempfehlung? Keine Ahnung. Hier dürfte eigentlich so ziemlich alles gehen. Okay, wenn du das wenn sagst. Wenn du jetzt nicht gerade die Banshee nimmst oder so. So. Ich möchte natürlich eine bessere Zeit als 4 Minuten sehen, liebe Freunde. Ist ja wohl klar. Antonia regelt das jetzt. Wir lehnen uns alle zurück. Ja. Okay, Antonia und Mella. Ja, ihr beiden schafft es schon. Easy. Oh nein. So, jawohl. Aha. Spirale! Und ich hab's überdreht. Noch eine? Noch eine? Jo. Hm. Ja, ich auch. Viking! Du vertrittst hier die Ehre von Ente Entertainment. Hau einen raus! 2,50 ja. Wollen wir sehen. Was zum Fick? Freue ich mich auch gerade. Klang ein bisschen wie eine Klospülung. Ja. Oh, da ist ein Kran und mein Auto brennt. Soll eher kritisch sein, hab ich gehört. Da ist nur die Motorhaube. Kein Kapusen.
will die olympische Fackel. Guck mal. Lol. Siehst du das Feuer? Nee, ich seh's nicht. Oh ja, jetzt ist es ausgegangen. Ah! Warum also brennt Viking nicht mehr. Oh, das Feuer. Vorsicht in der Mitte. Toll. Ist der krank. Oh, 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 oh. Eiskalt explosive Fässer an den Kran. Ich fahr mal geschmeidig an die vorbei, ne? Mach mal. Oh, das war nicht gut. Nein! In der zweiten Runde vielleicht. Wieso? Wir haben nur noch Zeit. Passiert? Wir sind fast durch. Ey. Ihr seid fast durch, okay. Punkt 14,27. Ja, okay. 15,27. Also ich muss sagen, viel weiter seid ihr auch noch. Wir kommen dann bitte weiter. 4 Minuten schaffen wir. Komm, Viking. Do it for the kids! Scheiß Verkehr. Ach, dass er mir direkt vor die Fresse ausweichen muss, Mann. Ich bin nur extra schon übergezogen. Nein, nein. Das war ein NPC. Achso. Oh, komm schon! Wollte mich gerade schon sagen. Sind das jetzt eigentlich zwei Runden oder ist es ein Punkt-zu-Punkt-Gedöns? Zwei Runden. Das sind zwei Runden. Ja, siehst du. LOL! Ja, funktioniert es ja vielleicht bei der zweiten Runde. Ja, wie kommt man denn da bitte weiter? Wo hängst du denn? In irgendeiner Röhre. Wow. Und über mir ist eine Wand. Da sind ganz viele Röhren. Ja. Und ganz viele Wände. Warst du gerade auf Toilette? Am Anfang. Ja. Wir kommen da nicht weiter. Ich hab leider deine Sicht nicht, deswegen kann ich dir da jetzt in dem Moment nicht helfen. Ja, das ist jetzt nicht unsere Heimatstrecke. Ne. Okay. Oh nein, 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 nein! Scheiße gebaut! Oh man, please! Okay. Zweite Runde müssen wir echt auf Topspeed fahren. Ah, okay, okay. Pass auf, Viking, da kommt gleich eine Röhre, da ist ein Pfeil dran. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, da so durchzukommen. Oh, jetzt weiß ich auch, warum er das so gemacht hat. Nice, oh mein Gott. Ein Stückchen Zickre. Also 4 Minuten Challenge. Ist machbar. Aber da musste echt schon richtig hart abgehen. Heute mal die Folge ein bisschen in Überlänge. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Oh! So, ich nehme jetzt Speed. Runde 2. Keine Scheiße bauen, Ares. Keine Scheiße bauen. Einmal in deinem Leben, bitte, ja? Oh, oh Gott! Da lang. Weiter da lang. Spirale. Ja, Männer kommt auch voran. Nice. Sind das echt nur in Anführungszeichen 150 Teile? Ich hab's nicht nachgezählt. Ja, so vom Gefühl her, Viking? Ja, passt. Ich nehme den Ball jetzt nicht wirklich auf den Spoiler mit. Alter, ich zieh den die ganze Strecke mit hoch hier. Lol. Ich sieh's, Mann. Jetzt hast du verloren. Ja, bei dem Speed. Da war ich der Speed zu viel. Fang mir wohl der Bar fast hinten drauf. Nein, ich hab verkackt. Nein! Das war's mit der 4-Minuten-Challenge.
Oh, Viking muss das jetzt irgendwie regeln noch. Fuck! Ich bin von der großen Brücke eiskalt gegen einen dieser Seile ging. Oh. Das ist mies. Ja. Fuck, ey. Fuck! Hi, Karacho. Guten Tag. Ach. Instanz-Scheiß schaffe ich aber. Wenn da so ein LKW kommt, weißt du, und ich will ausweichen, da fährt er mir genau vor die Fresse. Na, ja, das ist nichts. Mein Problem ist gerade eher, dass ich hier kaum was sehe. Oh Gott. Nicht wirklich. Oh Mann, ey. Bitte. Oh, oh Gott. Ha? Dass ich ja gerade so lächerlich verkackt habe. Ah. Oh nein, ich bin auf den Ball gefallen, please. Ey. Das wird mich jetzt belasten. Tut's auch. Es belastet mich hart. Ja, respawn. Hat keinen Sinn. Also 4 Minuten knack ich auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob es Viking vielleicht schaffen könnte. Oh, wird eng. Viking ist Viking, der schafft es schon. Sonst schneide ich das raus und schneide es so zusammen, dass es hinterher aussieht, als ob wir das in 3 Minuten hier geregelt hätten. Nein, genau. Nein. Oh, Gott. Änderst dann unten so die Zeit mit ein bisschen Edding raus? Ja. Ich bin jetzt schon bei über 4 Minuten bei Zoe. Toll, okay. Die äußerste Seite des Ammunition Schiffs kann man nicht umfahren. Nein, da ist die doch. Minuten 5. Ah. Ne, dahinter sitzt doch dieses Metallding. Ja. Diese Halterung. Ist jetzt. Oh. Ey, ich bin hätte genau. Wenn ich meinen Fehler jetzt nicht gemacht hätte, ich es geschafft. Schade. Kurz auf, ja, egal. Oh. Also 4 Minuten Challenge ist machbar. Spielt diese Maps vor allem. Diese Map mit euren Freunden und schreibt immer in die Kommentare eure Zeiten. Würde mich mal interessieren. 9 Minuten 23. Ich kann halt immer nicht weiter. So, liebe Freunde, ich blende jetzt noch unsere Zeiten ein und verabschiede mich aus dieser Episode. Lang genug ist sie ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran, also ich auf jeden Fall. Oh Mann, kranker Scheiß. Alles Mögliche mit dabei gehabt. Die Zeiten, wie versprochen. Fab Nasty mit 4 Minuten 12, bester Mann. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dafür. Dankeschön. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, das wäre richtig fresh. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schöbede und noch ein Wum, einen schönen Tag. Ciao. GG. Du.